Ja, und damit willkommen zurück zu Feed the Beast Ultimate, Ladies and Gentlemen. Mit uns zwei Deathcrowby da vor meiner Nase. Mit dieser etwas... Was zur Hölle ist das? Schilder? Hast du mir Schilder? Ja, ich hab dir Schilder, da bitteschön. Genau. So. Was hast du gesagt? Sonst könnt ihr die Doppelkiste draus machen. So, was hast du gesagt? Da Silver kommt. Ingot. Silver in Gott rein und auf der anderen Seite kommen Nikolite rein. Es ging mal darum, wenn du alles in eine Kiste reinschmeißt, dann pumpt er das erste Stack rein, dann das zweite Stack. So kannst du in das oberste einfach Silber rein, in die Seite das Ding rein und dann tut er direkt beides miteinander. Zusammenführung. Genau, und dann kann ich auf der Seite nämlich die Sachen wieder rauspumpen. Zieh raus die Scheiße. Und dann direkt in den nächsten Ofen rein. Das Problem ist, jetzt lass mal kurz gucken. Das kommt in den zweiten Ofen rein? Nicht direkt in den zweiten Ofen, das funktioniert nicht, sorry. Da kommen ja dann Silver Ingots raus. Obwohl, doch, könnte man sogar machen. Da kommen Alloy Ingots raus. Meine ich, Alloy Ingots. Und dann kommt, dann muss was rein? Da muss Wafer rein. Blue-Dopped Wafer und den Blue-Dopped Wafer kannst du machen, indem man Silicon Wafer und Also brauche ich noch einen zweiten Ofen auf der anderen Seite. Ja, also, genau. Hier stehen zum Beispiel, wo auch wieder zwei Sachen von oben reinkommen. Habe ich das richtig verstanden? Exakt. Also dann kommt da wieder... Halt, stopp, nein, mach das weg, mach das da bitte weg. Wir machen das gleich ein bisschen platzintelligent. Tu mal die zwei Blöcke hier weg. Du hast ja gerade irgendwie so ein Bauteil. Die kannst du, glaube ich, mit Diamantdingern abbauen. Oh, okay. Nein, mit der Wrench. Schau mal her. So, jetzt stell mal den zweiten Ofen. Warte. Clevererweise stellst du den hier her. Okay. Dann können wir die nämlich hier auf der Seite zusammenführen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, hier, dann brauchen genau. Wir noch zwei Solarpanels dahinter. Genau, und dann können wir jetzt da so. Wieder von oben und unten reinführen und... dann kann ich wieder da auf die obere... Holz und... Kiste... Warte, ich schmeiß dir die Schilder zu, du beschriftest die Kisten, du weißt, was da reinkürt. Ja. Hast du? Nö, wo, was, wie? Ich hab die Schilder rausgeschmissen. Nein, ich hab keine Schilder. Ich hab auch keine mehr. Wie viele waren das? 7 Stück. Was heißt denn Schild? Auf Englisch? Sein. Dankeschön. So. Wenn man nicht alles selbst macht, ich habe mir jetzt nur 7 gegeben, ne, ist klar. Ich habe den Rest wieder weggeschmissen. Ja. Ist schon gut. Ich vertraue dir da. Das ist lieb. So, da muss... Ja. Was da muss da? Da muss rein Nikolite. Und... da muss rein... Silikon... So. Wafer. Und die zwei Dinger können wir am Ende... Halt, nein, sorry, da muss kein Schmelzding hin, sondern da kann ein Crafting-Table hin und dann wird es automatisch direkt gecraftet. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, habe ich. Funktioniert. Da kann ein Crafting Table hin und dann wird es da automatisch direkt gecraftet. Oh, das wird jetzt halt unsere erste komplett fertige Anlage, Alter. So, jetzt brauche ich noch einen. Da oben muss Silicon Wafer rein. Fuck. Moment.
Silicon Wafer, das muss man ein bisschen umständlich produzieren, weil man da mit der Säge hin muss. Kann man das irgendwie machen? Mit dem Crafting Table ja. Vermute ich, ne? Auch mit dem Protection Table, ja. Project Table. Okay, dann müssen wir das hier anders aufbauen. Warum? Dann muss hier der... Wie nennt sich das? Von der Logik her Silicon Wafer rein. Weil hier noch ein Schritt... Da daneben... Da muss noch ein Schritt davor, genau. Okay. Gut, dann brauche ich aber noch zwei. Dann muss man die zwei Project Table leeren. Mach ich. Und abbauen. Baust du die ab? Mach ich es. Gut. Den einen wirfst du mir dann mal zu. Ich hoffe, den kann man mit einer Axt abbauen? Ich weiß es nicht. Nein, scheint nicht so. Dauert ein bisschen lang, nicht? Ich weiß nicht. Ja, dauert ein bisschen arg lang. Warte. Spitzhacke. Machst du es mit der Spitzhacke, dankeschön. Genau, und der eine so. Muss dann hier hin und der andere. Du hast ihn. Du hast ihn eingesammelt. Jawohl. Der eine muss hier hin. Denk dran, dass du hier noch eine. Nee, musst du gar nicht. Was? Nee, nix. Vergiss es. Ich muss so passen. Dummes Geschwätz habe ich geliefert. Ach doch. Etwas muss ich ändern. Okay. Da muss Silicon Weaver rein und da muss Nico Knight rein. Kannst du da mal kurz Silicon Wafer reinschmeißen? Halt! In die erste. Wird schon rausgepumpt. Wo? Passt doch. Dann wird's gleich verarbeitet. Wir brauchen mehr. Ja, Moment. Dann pumpe ich das hier raus und das. Hier raus. Es sind halt keine Silver Ingots mehr drin, du müsstest noch welche haben. Das ist eine gute Idee eigentlich, die Anlage aufzubauen, bevor wir es dann wirklich brauchen. Wenn ich das so provisorisch aufzubauen. Nicht nur provisorisch, sondern auch von der Struktur her ist es, denke ich, relativ übersichtlich so. Ach. Merke, da habe ich einen Fehler. Da wird was zurück zum Ofen geschickt. Da fliegen gerade was hin und her. Ja. So. Naja, passt. Jetzt muss man das Rezept reinlegen. Jetzt mache ich. Ich schau mal kurz nach, wie das genau nochmal ging mit den Project Tables. Ich vermute mal genauso. Ja, aber zum Craften, nice. Kannst du mal da vorne noch einen Plank Plan. Ein Plank Plan müsste man auf der Seite noch reinhauen, damit man damit das dann gespeichert wird. Plank Plan oder was? Ja, Plank Plan. Das ist Indigo Dye mit Paper zusammen. Das musst du. Weißt du, das Rezept, was du jetzt baut hast, oder? Ja. Damit das abgespeichert wird, musst du auf der Seite das natürlich festhalten. Damit der Project Table das weiß. Mhm, okay. In den seitlichen Slot muss die Blank Plate rein. Machen wir sofort. Kannst du kurz hier links noch den anderen Furnace hinstellen? Und Blank den anderen Blank. Project Table. Moment. Blank Plate. Ja. Wir haben noch kein Zuckerrohr. Der andere nein. Fuck. Ah, ich hab Zuckerrohr gefunden. So. Da wo Silicon Wafer steht, da brauchen wir einen. Also wenn jetzt von dem Silicon Wafer Dings nach links gehst, brauchen wir vor dem Silicon Wafer noch einen Project Table. Und da an den Project Table kommt von links noch ein Alloy Furnace.
Du gehst jetzt an den Orten, an die Kiste, da steht Silicon Weaver drauf. Ja. So, links von dem Teil. Also da muss ich natürlich die was reinpumpen lassen. Genau. Gehen wir mal von hinten ran, die Sache ran. Und in den reingepumpt werden muss etwas aus einem Project Table. Das heißt, du stellst jetzt den Project Table davor. Ach so, Moment. Sag das doch gleich, dann kann ich da... ich brauche Holz, Pipes, neue. Kann ich ja gleich bringen. Ich brauche neue Holzpipes. Und du hast gesagt, wir brauchen noch einen Ofen. Den Alloy-Furnace, den hast du drin schon, oder? Ja. So, und in den kommen natürlich auch wieder Sachen rein, nehme ich mal an. Genau, da kommen zweierlei Sachen rein. Da kommt Kohle rein und Sand. Da brauche ich auch noch Kisten. Hast du nicht mehr genügend? Nein, ich habe nur eine noch. Okay, ich bring dir welche. So, schmeiß mir zu. Was? Schmeiß mir bitte zu. Ja, achso. Sand und Dings habe ich dabei. So, da, bitteschön, Kohle. Schilder kann ich dir auch kurz geben. Den Rest bringe ich dir jetzt direkt mit. Haben wir schon blauen Farbstoff? Ich glaub's nicht, nein. Mist. Wäre es natürlich sehr cool gewesen. Also, was brauchst du jetzt erstmal? Ich brauche Kisten und Holzpipes. Das erste. Und dann musst du nachher noch Plank Paper herstellen. Ja. Zweimal. Jawohl. So, und ich habe hier ein kleines Problemchen, was ich mir gedacht habe. Was? Okay, man darf maximal ein Stack in die Kisten reinschmeißen. Sonst? Hä? Sonst? Sonst füllst du zu schnell die Dinger auf. Zu schnell den Ofen. Weißt du, dann pumpst du zu schnell oben raus und der Ofen kommt gerade jetzt in der Nacht, bleibt er dann stehen, oder? Und dann stimmt das nicht mehr mit dem Inventar vom Ofen. Können wir kurz schlafen? Ja. Aber weißt du was, bevor ich jetzt schlafen gehe, hole ich mein Bett noch kurz hoch. Wie lange geht denn die Folge noch? Noch ein paar Minütchen. Okay, ich komme zu dir. Machen wir das kurz fertig in der Folge, oder? Ja, das machen wir fertig, dass es automatisiert funktioniert. Wir müssen hier auch endlich mal irgendwas erreichen. Wie kommst du da hin? So. Genügend Abstand. Okay. So. Indigo Flower, ne? Such mir doch. Ah, da hinten gibt's doch schon Blümchen. Wir haben einen Extractor stehen, ne? Hä? Wir haben den Extractor stehen. Ja. Sehr gut. Weil vorne zwischen den zwei Ofen. Steht direkt dazwischen. Sehr schön. Alter Verwalter, wir schaffen jetzt halt mal richtig viel. Ausnahmsweise. Gleich einigermaßen automatisierte Solarpanel-Anlage. Zwischen den beiden Öfen. Ja, da, ganz vorne. Ja, ich habe ihn gerade gefunden. Brenne. Dann kann ich schon mal Papier craften. So, ich habe gehört, 12 Seiten dürften eigentlich reichen. Wir brauchen ja 3 oder so, sage ich jetzt einfach mal.
2 brauchen wir. So. Nummer 1 und Nummer 2. Nee, ich habe keinen Hebel mehr. Mir fehlt ein Hebel. Ich hol dir einen. Und dann bringe ich. Was kommt in die eine Kiste rein? Sand und in die andere Kohle. Ach, deswegen hatten wir auch immer so einen Kohleverlust. Ja. Das verstehe ich. Das zieht schon ungemein, aber es ist halt einfach billig. Und dann müssen wir dann diese Diamond Saw reinlegen. So, da bringe ich dir mal eine mit. Nehmen wir die ganze, nicht dass dann irgendwie die angebrochene nicht funktioniert. Sand und Kohle brauchst du auch noch, ne? Mhm. Und Silber hat, glaube ich, gefehlt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich brauche 2 Hebel. Ja, 2. Okay. Ja. Achso, hatte ich sogar dabei. Ah, nee, du brauchst dann 3, weil du aus dem Project Table auch rauspumpen möchtest, oder nicht? Am Ende. Nö. Du willst es alles im Project Table dann drin liegen lassen. Dann halt. Komm, ich bring mal noch was mit. Dann brauche ich aber auch einen neuen Redstone-Motor. Habe ich schon. Oh, und wir brauchen Nikolite. Ah, du hast schon Plank Plan drin. Ja. Cool. So. Was kommt aus dem vorderen Ofen raus? Wo, was, wie? Was kommt hier aus dem Ofen raus? Moment. Da kommt Blue Wafer raus und Blue Alloy. Dopped Wafer und Blue Alloy Ingots, ja? Genau, genau. Ja. Weißt du, da habe ich noch eine Zwischenkiste gemacht, falls ja. Wir mal noch Material haben. So. Dann muss ein Redstone Motor hin. Gut, ich habe das Rezept geschrieben. Ja. Solar Panel. Cool. Oh, geil. Siehst du, jetzt kannst du auch das Solar, kannst das Blank einfach rausnehmen, dass es beschriftet. Das ist auch geil. Ha? So, das sind Solarpanels. Redstone-Motor, kannst du den Redstone-Motor da hinten noch hinhängen und ach so, anmachen? Ja, genau. Mach ich. Und yes. Die anderen alle anmachen, die nicht noch aus sind. So, und den da musst du dann auch das Rezept beschreiben. Da brauchen wir den Sand, den du hast. Ich hab den Sand, ja. Und Kohle halt da rein und Kohle da oben dann Stack. Eben immer nur ein Stack bitte in die Kiste rein. Gerade wenn es Nacht wird, ist schon scheiße. Und was kommt da drüben rein? Ach nee. Doch, da drüben kommt. Da brauchst du nicht den Sand, ha? Nee, da brauch ich nicht den Sand. Da muss das so rein. Da kannst du. Du kannst da eine zweite Säge unten reinlegen, gell? Wir haben ja 2, glaube ich, von den Handsaws. Ja. Jetzt machen wir es erstmal mit einer, die dürfte reichen. Vorerst mal. Gut. Ein paar Jahrtausende. Hast du oben Kohle? Der muss noch anmachen, ja. Oben muss aber noch anmachen, bitte. Ja, 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 bin unterwegs. So. Ah, oh, es ist wieder so einer, den ich kann. Das ist wieder so ein verbuggter Motor. Ja, warte. Was? Achtung. Ja. Jetzt. Nö. Gib mal. So. Ja, ich habe auch schon gehabt. Da musst du abbauen. Du musst es selber abbauen und wieder anmachen. Okay. Dann funktioniert das. So. Da oben, was kommt da nochmal rein? Da kommt Nikolaiten Stack rein, haben wir gesagt.
Und noch immer Sand drin ist. Hier können wir auch ein Stack Nikolite reinhauen. Hier können wir ein Silber reinhauen. Hä, warte mal. Was? Hier wird das Falsche abgepumpt. Da wird Blue Alloy Ingot abgepumpt. Von unten oder was? Muss man das abpumpen? Kann sein. Ist schon möglich. Ja, muss man. Oder nach hinten rein? Oder nach hinten? Sicher, dass es nach unten abpumpt. Ja, muss man. Nach unten. Man muss nach unten absaugen. Warum nach unten absaugen? Ja, weil es anscheinend so ist. Sonst saugt man unten den Vorrat ab. Verstehst du? Sonst saugt man den Vorrat unten im Dings ab. Wie heißt es denn? Kannst du das dann da hinten noch kurz... nee, das muss ich ändern, gell? Wo fliegt das? Das fliegt unten in die Silikonsache rein. Ach, muss ich das vielleicht nach vorne abpumpen? Keine Ahnung. Ich glaube eher, dass ich nach vorne abpumpen muss. Sehen wir ja gleich. Und? Nein. Hast du es nach unten schon ausprobiert? Noch nicht. Moment. Nach unten, das, den darüber. Nein, auch nicht. Hä? Was ein Stuss. Moment. Das ist komisch. Oder muss man da vielleicht eine Sortierpipe reinsetzen? Moment. If the requirement already in the project can be crafted without planting and measuring. Use plans when you want to store my receipt in project table. All in it. Table all red power zips in. Gute Frage. Ich weiß es nicht. Das könnten wir auch nach der Folge noch schauen, wie man da rauspumpt. Genau aus den. Machen wir danach. Tables. Und dann würde ich nämlich sagen, die Folge ist zu Ende. Machen wir danach. Gut. Ja, wir haben einen großen Schritt, einen kleinen Schritt für den einen Menschen, aber einen großen Schritt für die Menschheit, so nach dem Motto. Mhm. Schaut euch der Teil an. Schaut auch schon mal ganz gut aus. Yep. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, lasst deine Bewertung da, gebt uns Tipps und genau. Tschüssi. Ciao.